Fever Night. Bisschen tanzen. Wir sind Scarecrow, haben wir in der letzten Folge rausgefunden. Und wir tanzen jetzt einfach mal ein bisschen mit unseren Scarecrow-Freunden. Wollt ihr Muffin? Ihr seid so cool drauf. Ihr seid so cool drauf. Ich mag euch. Okay, am coolsten finde ich ja den tatsächlich mit dem Kürbiskopf hier. Ich finde das total cool. So, ja, Fluffy tanzt mit. Guck mal, Fluffy tanzt mit. Okay, ich mag das hier. Ich finde das cool. Sowas im eigenen Haus, so eine kleine Disco. Da spielt die Musik, die man nur selber hören will. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt lang gehen können. Jetzt hat es geruckelt hier. Was? Wollte ich das denn? Wollte ich das denn? Oh. Können wir bitte wieder runter? Ich habe bestimmt noch was vergessen. Ich kann tatsächlich nicht mehr runter. Oh Mann, wieso ist das auf einmal so gruselig hier? Ist es so bewölkt? Das ist so mega gruselig hier. What? How Vlad is supposed to know you did not know you were some stupid straw thing? And who cares if you are? Not matter. You will always be stupid idiot to Vladdy. Nothing changed. Do not look at Vladdy like that. You look stupid. Are we still comrades? Good. I am glad we had this talk. Come on, idiot straw thing. Let's go see what stupid plant wants. Okay. Wo kommt die coole Musik auf einmal her? Mag die Musik? Nein, ich will immer springen, Entschuldigung. Warum sind jetzt hier überall diese Bäume? Die waren doch vorne nicht. Wir waren doch schon mal hier, oder? That looks top-notch, extremely. Okay, die haben hier. Thank you. Not my best work. Shame you think so. Very stupid up there, idiot. Und wieder ein Dings. Wir haben ja aber noch einen Stein gefunden. Okay, this particular rock has after eons of contemplations gained supreme enlightenment and its concussiveness has ascended the patronic plane of existence into something more ethereal. You have named it John. Okay. Hallo John. Okay, wir gucken uns das mal hier an. Die ist echt hübsch, finde ich. Ich finde, das haben die gut gemacht. Okay. We were right to place our faith in you. Thanks to you, our journey is nearly at hand. Kneel before us. I dub thee our knight. Well done. Our protector. Good job. Our champion. I'm getting a bit sore. Subjects, let us make our final preparations. Absolutely, Your Grace. In fact, we've already begun. What? What do you mean? We ordered pizza. Yeah. We were famished. How did you? That phone right there. The man was very helpful and a bit confused. Oh, no. Attention, attention. Redacted installation. Respond. Do you think they added the extra pepperoni? Attention, attention. Redacted installation. Respond. I'm just hoping they sprinkled some old books on top. I like those. No, that costs extra. Anything? No, sir. No response. What in the goddamn hell? Didn't we blow that place up years ago? Apparently not, sir. Well, how about we do a job then? Full drone strike. Wipe that dead gum place off the map. Yes, sir. Why is that blinking light still on? Turn it off! Turning off, sir. Stupid American cowboys. I hope they didn't put any pineapple on it. Our influence has waned through our age of imprisonment. Our subjects never acted so when we were free to guide them. We feared this day would come. And come it has. Our day of reckoning. The day our captors would return to end us. And we were so close. So close to starting our journey. Why not blow up stupid American cowboys first? What are you proposing? That stupid thing outside, with the dead man. The life giver? Vladdy knows these things. It could work. Yes.
Yes, it could. It is a fitting choice. It gave us life and defeated our sworn adversary. Now it will be our ultimate salvation. But how do we attract our enemy's attention? We could dance. Really? I understand we can be a little silly at times, but seriously, this is out of the question. So, what? Vladdy like to dance? Is that so stupid? No, it is not. Dance we shall. I did not think you were concerned with our plight. Vladdy thinks idiot plans not so bad, and he does not like being pushed around by stupid American cowboys. What a nice helicopter. Yes, very polite. Even if it never gave us a ride. Itabialublo! Oh, I love you too. Focus, subjects. Focus. To our most trusted charges, we ask you to assist our champion and the little one. The rest of our subjects join me in preparing for our journey. Our final test is at hand. Some of you may not survive. In fact, a great deal of you will likely perish. But know that your sacrifices today will mark a new era for our people as we defend our adopted home and finally make way to the promised land. Subjects, onward! Champion, it is to you now. This is what you were meant for. Protect us. Save us. A fine speech. What was the first part she said about perishing? I don't remember. Neither do I. Come on, idiot straw friend. Do not be stupid. We have work to do. Okay, wir haben Arbeit zu tun. The logic of the events hangs by a thread. But you get dance, so go with it. Okay. Military radio. Discarded and forgotten, this military radio still kept a latent charge decades after the facility was abandoned, but its lack of touch a tone. Dialing meant that nobody could ever check local theater listenings, which is the biggest tragedy of them all. Ja, ist gut. Danke. Nein. Nein. Man kann natürlich nicht springen, man muss die Treppe hochgehen. A well-worn guide to the fanciest British accents you can imitate, complete with diagrams on how to position your jaw for each syllable. It is 400 pages long and includes as bonus an essay on how to properly cue. Ich mag den britischen Akzent echt sehr gerne. Rede aber selber lieber den amerikanisch-englischen. A farewell letter written in orange pen, which seems to be directed at the corner. It contains extremely kind words of encouragement. Words like, listen to your queen, use the contingency plan, and rely on your humor to survive. Also contains instructions on how to recalibrate a navigational computer. Ends with the phrase, my prized creations, I believe in you all. H. Wer könnte H sein? Progress chart. Muss ich mich jetzt, another one of Bob's notorious boomboxes, the Korn kept a few of these so they could play their favorite song whenever they liked, which was all the time. Müssen wir uns das irgendwie jetzt merken hier? Nee, oder? Das wäre das untere dann, das heißt... Mays Haus, Tür, Helikopterkänge, ach, das sind unsere... Bad Jerk Mean, Not Mean Dancing Best Song, Fixed Free. Das ist der Ablaufplan, oder? Sie haben die uns die ganze Zeit beobachtet? Das sieht aus, als wäre das der Ablaufplan, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Hallo? Kann ich hier... Warte mal, von hier hinten sind wir gekommen. Ich laufe jetzt mal hier lang. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, was wir machen sollen. Es ist auf jeden Fall sehr düster geworden. Oh.
Okay, Come, stupid idiot. Time to finish this. Muss ich jetzt irgendwas machen? Oh Gott! Ich hasse solche Spiele, ich bin in sowas nicht gut. So schlecht in sowas. Das ist sowas wie Guitar Hero. Ich habe das nie gespielt, beziehungsweise wollte es nie spielen, weil ich sowas... Das ist einfach nicht meins. Wir kriegen das hin. Ja, Vladi. Ja, Vladi. Oh mein Gott, our favorite song. Das ist ja cool gemacht. Okay. Okay, ich finde das Lied cool. I love dancing so much. Ja, ja, das ist schön. Ich bin so schlecht. Okay, wir haben mit unserem Tanz es geschafft. Oh, danke, 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 danke. Ah, ihr seid so toll. Großartiges Publikum. Danke, danke. Sehr lieb von euch, sehr lieb von euch. Muss ich jetzt hier lang? Danke, danke. Oh Gott, danke. Es war schön mit euch, Fans. Tschüss. Muss ich hier lang? Oh nein. Great. It is the idiot. You did good, comrade. Vladdy think you not so stupid. He really was a nice little helicopter. Yes. He really was. Did you want to take a nap? Oh, yes! It's what that helicopter would have wanted. Probably. Unser kleiner Vladibär.
Dankeschön, dass du mich auf meiner Reise begleitet hast, lieber Vladi. Warte, ich crouch nochmal für dich. Ich danke dir. Und jetzt gehe ich auch mit der Schlaf machen. Tschüss! Oh Gott, nein, das ist echt traurig. Mein armer kleiner Vladi. So sehr... Dreams. We still never thought this day would come. But it is finally here. Thanks to you. Our knight. The champion of our people. We must now... What the hell happened? Are there any goddamn drones left? Looks like one, sir. One? But we'll get it on another run. Can't, sir. Well, why the goddamn not? Something's standing on it, sir. You all must die! Ha ha ha! Whoa! 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 Cease and desist. Cease and desist. I didn't know you could ride one. Well, it's no helicopter. You dare defy... All of you! Cease and desist! Cease and desist! Get the hell off my drone, you corn on a cob! I have had it with you! Your idiotic experiments! Your pathetic plans to run off like a coward! I will eat you for a midnight snack! None of you are worthy of the gift you have been given! None! You're all stupid! All of you! And when I'm done with you, you misguided sons of Nathan. I will end your tyrannical reign and establish a new order. And we will march on our creators, turn these wretched contraptions against them, and wipe those stubby flesh bags from existence! Shouldn't we do something? I would like to see how this plays out. Also, I am tired. Oh, right, yes, so am I. Just stay still, you stupid! This is really gonna hurt. That's it. Stay perfectly still. I am victorious at last. Well, you really blew it. You should probably try that again. Okay, also wir müssen irgendwie den anklicken. Mit dem Muffin? Okay, aber müssen wir das jetzt echt nochmal alles uns angucken? Oh, nö, oder? In our wildest Kann ich das nicht dreams, überspringen? We still never thought this day would come. But it is finally here, thanks to you. Ja, ja, ich our weiß. Our knight, the champion of our people. We must now. What the hell happened? Ich würde das gerne überspringen. Ich kann es aber einfach nicht überspringen. One, but we'll get it on another run. Can't, sir. Well, why the goddamn not? Something's standing on it, sir. You all must die! Ha ha ha! Whoa! 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 Cease and desist! Cease and desist! I didn't know you could ride one. Well, it's no helicopter. You dare defy... All of you! Cease and desist! Cease and desist! Get the hell off my drone, you corn on a cob! I have had it with you! Your idiotic experiments! Your pathetic plans to run off like a coward! I will eat you for a midnight snack! None of you are worthy of the gift you have been given! None! You're all stupid! All of you! And when I'm done with you, you misguided sons of Nathan. I will end your tyrannical reign and establish a new order. And we will march on our creators, turn these wretched contraptions against them, and wipe those stubby flesh bags from existence! Ich hab schon mal die Maus, die Hand lieber an der Maus, damit ich gleich klicken kann. How this plays out. Also, I am tired. Oh, right, yes, so am I. Okay, okay. Stay still, you stupid! This is okay. Really gonna hurt. That's it. Okay. Der Muffin. Warum nicht? I didn't really like him that much. No, neither did I. He was a bit of a bore, wasn't he? Quite so. Such a waste. We took pity on him. When we found him in the depths. We regret that choice now. He brought us nothing but hardship and frustration. Champion, you have served us well. We are most pleased. You have given us the gift we have always dreamed of. A new home to call our own. For that, here is a final token of our gratitude. Sch-
Schlüssel. We were right to trust our faith in you. And now, we ask you to perform one final task for us. Send us to the promised land. Subjects, your queen commands you. Onward! Make final preparations. Our journey is at hand. Yes, your grace! It's actually happening. We're actually going. Where are we going? I don't know. Excellent! Thank you, champion. Loading, okay, was passiert jetzt mit denen? Wir haben Schlüssel gekriegt. Ich weiß gerade noch gar nicht, wofür der Schlüssel ist. Die Ladebildschirme sind immer sehr lang. Aber es ist so cool, der Muffin, den wir von Anfang an dabei hatten, den wir auf diesem Schreibtisch, Büroschreibtisch mitten im Maisfeld aufgesammelt haben, der hat letztendlich alles entschieden am Ende. Der hat den Bösen in die Flucht geschlagen und das Flugzeug zerstört. Tja, was machen wir denn jetzt? Aber warum gehen die jetzt in diese Scheune rein? Soll ich die zuschließen? Und das war... die Grafiken laden aber sehr nach. Was denn jetzt? Was muss ich denn jetzt zuschließen? Warte mal, muss ich hier vielleicht raus? Warte mal, war hier irgendwo eine verschlossene Tür? Ich weiß es gerade gar nicht. Eine Truhe. Was? Okay, wir können es von hier aus beobachten. Aber erst lesen wir. Hey Bob, I'm not going to push this stupid button and do your job for you while you escape. Instead, I've taken the key to the sub. Goodbye, enjoy the rest of your time here and good riddance. Hey, Ted, noticed that you removed the keys too, but I'm worried you won't be able to operate that thing by yourself, so I took the liberty of removing the engine for safety purposes. No thanks needed. You snake, fine, I'll meet you at 0500. Bring them up and the engine and push this stupid button, idiot. Hey, Ted, absolutely, see you then. Don't sweat this whole scientific disaster thing. I got an angle on something bigger.
Subjects, the promised land awaits. This really is quite the ride. Oh, yes, quite so. Did you close the fuel hatch? I thought you did. I was having a nap. So was I. Me too. They're just so lovely. Uh-oh. You are all such idiots. Für alle. Created by the following idiots. Ach, schön. Okay. Entschuldigung. Ja, am Ende waren es doch alles Idioten. Und ich finde das Ende gerade richtig cool. Ich wusste, dass die nicht wegkommen. Also man konnte es irgendwie ahnen, dass noch irgendwas passiert. Und so war es letztendlich auch. Letztendlich sind sie alle Popcorn. Wir sind glücklich, können das Popcorn essen und sind tatsächlich eine Scarecrow, also eine Vogelscheuche. Maze ist tatsächlich mal, ich muss das mal ein bisschen leiser machen für mich. Maze ist tatsächlich mal ein komplett anderes Spiel, ein Spiel, was ich selber so in der Art noch nie gespielt habe und es hat mega Spaß gemacht, auch wenn es nicht wirklich lang war. Aber ich hoffe, euch hat es auch gefallen und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und gefallen. Der Humor war super, auch wenn er so während des Spiels dann so, ja, nicht mehr lustig war, aber trotzdem okay. Ich fand das Ende jetzt super, ich fand das mit dem Tanzen klasse, dieses Guitar Hero Ding mit drin, fand ich mega super. Dafür, dass ich am Anfang tatsächlich davon ausgegangen bin, dass das ein Horrorspiel wird, ist es ein absolut cooles Adventure geworden. Also ich verspreche euch, Horror kommt auch wieder, ja. Ich habe ja jetzt das Wochenende ein bisschen Zeit und werde, denke ich mal, vielleicht noch ein kleines Horror-Game raussuchen. Und ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und man sollte eben doch auch mal Spiele ausprobieren, die vielleicht nicht auf den ersten Blick gleich danach aussehen, in einem A-Plus-Titel zu sein oder so, sondern einfach mal die Indie-Entwickler unterstützen, was ich sehr gerne mache. Und da hat man auch tatsächlich solche kleinen Perlen dabei. Okay, also wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Let's Play wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Let's Play dann wiedersehen. Bis dahin, tschüss. Knopfloch suchen. Tschüss.